kurze Vorstellung, verehrte Damen und Herren. Wir werden heute erstmal ablehnen, aus dem Grund, weil der Beschluss ja erstmal ist, es sollen 300 Stellplätze entstehen, also ein Parkhaus auf dem Gelände. Und die Ideen, die Sie skizziert haben, wohin sich das entwickeln kann, Richtung Quartiersgarage, Umwandlung in Wohnraum, das fände ich dann durchaus spannend, das sehe ich mir in dem Beschluss jetzt einfach noch nicht. Wenn dann solche Konzepte vorliegen und es auch abgesichert ist, ist es nochmal was anderes, dann wären wir sicherlich auch offener. Mir ist jetzt auch aus dem Beschluss noch nicht die Absicherung, also der bisherigen Plan zur Jägerkaserne 1, ich meine, vielleicht täusche ich mich auch, ich kann mich aber nicht erinnern, dass in den letzten 2 Jahren zumindest was Neues war, da ging es immer auch um noch zusätzlich eine Tiefgarage. Und das würde natürlich wenig Sinn machen, da ein Parkhaus hinzubauen und eine Tiefgarage. Wenn wir so auf die Tiefgarage verzichten könnten, wäre das ein großer Schritt, es steht aber erstmal hier nicht abgesichert drin. Und ich habe schon manche Sachen in der Stadt erlebt, dass ich sowas lieber gerne abgesichert habe. Und von daher war auch für uns, ist es eher als Anlass, ja, das Staatstheater braucht einen Ersatzspielort. Dazu soll es Parkplätze geben an einem Ort, wo man eine super Bahnanbindung hat. In einem Gebiet, wo Sie ja jetzt auch den Weg für die Nordhessen-Arena freimachen, wo Sie ja selber noch gar nicht so genau eine Vorstellung haben, wie die aussehen soll, oder das konnte noch nicht beantwortet werden. Also es müsste eher um ein anderes Motiv gehen. Ich meine, Jägerkaserne, wenn man sich auch anguckt, wie viel Wohnraum dort entstehen soll, es sind, wenn ich das richtig in der Erinnerung habe, allein für Jägerkaserne 1 keine 300 Wohnungen. Wir haben die Stellplatzsatzung, die haben sie auslaufen lassen, damit man in Zukunft gar nicht mehr so viele Stellplätze nachweisen soll. Von daher ist das Hauptmotiv im Moment ja tatsächlich das Staatstheater. Und es ist in der Begründung ja auch nochmal eben schon die Perspektive drin, dass dann die Stadt das auch quasi verwalten soll. Die Kooperation ist, wo ich einfach noch nicht rauslesen kann, dass das tatsächlich die größere Vision Richtung Umwandlung in Wohnraum ist. Wenn das tatsächlich dann auch Realität wird, werden wir da sehr offen, aber heute reicht es bei uns noch nicht für den Zuschauer.